Ja, Freunde, ich hatte mir eigentlich schon einen anderen Satzbau überlegt für den Anfang dieses Videos, weil ich mir eigentlich relativ sicher war, dass dieses Spiel anders ausgehen wird. Und ja, jetzt muss ich dazu sagen, unsere Serie ist leider gerissen. Nicht das sechste Spiel in Folge, was sie ungeschlagen sind. Und ich habe eine Wette verloren. An dieser Stelle, Pasi, Wettschulden sind ja bekanntlich Ehrenschulden. Viel Spaß mit dem Trikot und ich hoffe, wenn du es trägst, denkst du bitte an mich, ja? Und du kannst mir auch gerne mal ein Foto schicken. Das war nämlich mein guter Kumpel Pasi. Er ist leider Leverkusen-Fan. Und wir haben uns heute ganz schön gestritten während des Spiels. Gut, kommen wir mal zum Spiel selbst. Hertha BSC war bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Und es war das Debüt von Felix Magath und es ging ordentlich in die Wicken. Man kann uns das Engagement nicht absprechen, aber ich habe auch nie gesehen, dass Hertha dieses Spiel irgendwie gewinnen will. Denn die Aufstellung hat schon was anderes verlauten lassen. Da kommen wir später zu. Es ging erstmal möglichst schlecht los. Also ich glaube, wir hatten so nach 2 oder 3 Minuten mal einen Abschluss. Der war jetzt nicht sonderlich gefährlich, aber es war zumindest mal eine Annäherung, das war von Niklas Stark. Und eigentlich dachte ich, das ist jetzt vielleicht die Richtung, die dir anzeigt, ja, wo es hingehen soll. Aber es wurde da nicht besser. Leverkusen übernahm dann so ein bisschen das Spiel. Und nach 15 Minuten, ich habe bisher heute, ich habe auch noch keine Zusammenfassung gesehen. Ich weiß nicht warum. Und was vorgefallen ist, aber auf jeden Fall ist Schwolo dann zusammengeklappt und hat gesagt, er will nicht mehr weiterspielen und er kann nicht mehr weiterspielen. Und Marcel Lotka kam dann ins Spiel rein und hat dann den Platz zwischen den Pfosten übernommen. Und ich hatte ja gerade gesagt, Leverkusen hat so ein bisschen das Kommando übernommen. Klar, es waren, und da werden mich jetzt vielleicht viele verhaten und Passi vielleicht auch, es waren wirklich keine klaren Torchancen zu erkennen. Also ich fand, unsere Defensive stand eigentlich relativ stabil und auch ziemlich sicher. Da war jetzt nichts anzubrennen. Ich hing ja bei Felicio die ganze Zeit im Stream und ich konnte da hingucken, ohne dass ich irgendwie Angst hatte, dass Leverkusen ein Tor macht, weil viel war tatsächlich nicht. Es gab hin und wieder mal Annäherungen oder mal Torschüsse und nach der ersten Halbzeit stand es auch irgendwie 11:5 für Leverkusen. Aber an sich gab es nur 2 richtig gefährliche Torchancen und die waren am Ende beide drin. In der 34. Minute nämlich hat Moussa Diaby, der einzige von den Topspielern, der bei Leverkusen noch nicht verletzt war und der noch frei hatte und ja, der bricht einfach mal kurz auf links durch und legt den Ball dann zu Alario, der dann ins spitze Eck abschließt und Lotka hat dort dann keine Abwehrchance. Und dann ging alles schon wieder von vorne los, denn wieder rennst du einem Rückstand hinterher und wieder musst du von null anfangen und wieder einmal ist das absolut schlecht verteidigt. Übrigens, wenn ich jetzt hier mal irgendwie was falsch erzähle, wie gesagt, das Spiel ist jetzt auch mittlerweile schon wieder 3 Stunden her und deswegen habe ich das auch nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Ich wollte mir jetzt die Schmach nicht geben und mir Heilersommer mal angucken. Deswegen verurteilt mich da bitte nicht. Auf jeden Fall hat es dann nicht lange gedauert und das komplette Spiel war eigentlich schon wieder dahin, denn in Minute 40 legte Leverkusen das 2:0 nach. Wieder brach Diaby durch, Diaby wieder mit der nächsten Vorlage und Bellarabi schließt ab und macht das 2:0. Wieder Lotka und Abwehrchance. Und lustigerweise, direkt danach, kommt Hertha einmal irgendwie durch, eine Flanke kommt tatsächlich mal an und nachdem Radetzky den Ball weggefaustet hat, landet er bei irgendwie bei Darida und der schließt einfach mal ab und der Ball ist drin. Und das ist der psychologisch wichtige Zeitpunkt. Ich erinnere da zum Beispiel an das Spiel gegen Stuttgart, wo wir auch 2:0 hinten lagen, wo irgendwie überhaupt nichts ging und die uns überrannt haben. Und dann machst du kurz vor der Pause das 2:1 und
Am Ende kam noch ein 2-2 raus. Deswegen war ich ja eigentlich euphorisiert, dass das noch was wird. Aber wir gehen dann in die zweite Halbzeit und Hertha ist auch ein bisschen besser und das Engagement kann man uns halt, wie gesagt, einfach nicht absprechen. So richtig das Gefühl, Hertha will jetzt hier noch was bewegen, hatte ich auch nicht. Sieht man allein schon mal daran, weil, ich sehe gerade, ich habe das hier falsch aufgeschrieben. In der Halbzeit wurde Suat Serdar ausgewechselt, der auf dem linken Flügel spielt, also auf dem LM. Und ja, er ist dann rausgegangen und es kam Linus Gächter rein. Und folglich hat Magath dann auf Fünferkette umgestellt, wo sich jeder fragt, was soll das eigentlich? Wenn du dieses Spiel noch gewinnen willst, warum wechselst du dann defensiv? Und es wurde dann später auch nicht besser. Man hat dann später auch Belfodil rausgenommen und hat Säge dafür gebracht, anstatt vielleicht mal auf Zweiersturm zu gehen oder generell einfach mal offensiv zu wechseln. Das heißt, die Wechsel habe ich generell nicht verstanden. Die Aufstellung, gut, da lässt sich jetzt drüber streiten. Es war letztendlich dieselbe Aufstellung wie vor 14 Tagen gegen Hoffenheim. Nur mit dem Unterschied, dass Richter rausgenommen wurde und Darida auf dem rechten Mittelfeld stand und Plattenhardt rausgenommen wurde und dafür Pekarik auf dem rechten Verteidigerposten stand. Es gab dann nochmal eine große Chance von Hertha, wo Radetzky auch nochmal ran musste, die dann auch zu einer Ecke führte. Das war nämlich eine richtig große Torchance. Und es gab eine Chance im Gewühl. Ich weiß nicht, wie Hertha das verteidigt bekommen hat, nach einem riesengroßen Kämpffehler. Aber gefühlt versuchen da fünf Leverkusener den Ball irgendwie reinzudrücken. Und jedes Mal stochert den Hertha da irgendwie wieder raus und am Ende passiert Gott sei Dank nichts. Nun ja, meine Gefühlswelt dazu. Ich meine, ich hatte zwar Hoffnungen, dass wir dieses Spiel vielleicht irgendwie gewinnen oder Punkte mitnehmen, weil theoretisch wäre es ja möglich gewesen. Und wenn man sich unsere letzten Ergebnisse gegen Leverkusen angeht, wäre das auch durchaus machbar gewesen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass es als nächstes ins Derby geht, wäre das sicherlich schon wichtig gewesen, dieser Sieg. Aber ja, leider kriegst du jetzt das Ergebnis, was man vorher vielleicht hätte erwarten können, nämlich dass du dieses Spiel nicht gewinnst, dass du verlierst. Und der einzige Vorteil ist wirklich, gut, Augsburg spielt morgen erst noch und die haben dann Dienstag noch ein Nachholspiel. Wäre halt wichtig, wenn die ihre Sachen nicht gewinnen. Wichtig war auf jeden Fall erstmal, dass Bielefeld und Stuttgart unentschieden spielen, weil dadurch hast du alles noch in der eigenen Hand und nicht irgendeiner haut ab. Und das einzig große Glück ist halt, dass du Augsburg, Stuttgart und Bielefeld noch hast. Und zwar genau in der Reihenfolge nach dem Unionsspiel. Augsburg hat aktuell zwei Spiele weniger und ist punktgleich mit uns. Und diese Tordifferenz kickt uns halt einfach. Und das ist halt das große Problem. Am Ende bleibt festzuhalten, nach dem Spiel war ich tatsächlich kurz ein bisschen gebrochen. Mittlerweile kann ich darüber schon wieder lächeln. Mittlerweile geht das auch wieder, weil, ja, gut, man kennt es halt. Und ihr kennt ja auch diesen YouTube-Kanal. Ich sitze quasi mit Ausnahme von vor 2 Wochen jede Woche hier und muss eine Hertha-Niederlage erklären. Das war jetzt mittlerweile die 16. Was wir auf jeden Fall festhalten müssen, ist, man kann Ansätze unter Magath erkennen, auch wenn ich jetzt nach dem Trainingslager nicht weiß, was seine Idee war in diesem Spiel. Und ich glaube immer noch an Felix Abi und ich hoffe einfach, wir kriegen diesen Klassenerhalt irgendwie hin. Es wird ein langer, harter und steiniger Weg. Aber auch nur zusammen kriegen wir das hin. Und dazu gehört übrigens auch, nächste Woche verdammt nochmal das Olympiastadion voll zu machen, um das Derby zu gewinnen. Weil das würde nochmal richtig Aufschwung geben für eben diese 3-6-Punkte-Spiele gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Der Glaube an den Klassenerhalt, der ist immer noch da. Die Hoffnung auch. Aber das wird verdammt eng. Und wenn ich mir noch eine Sache wünschen dürfte, dann, dass es auf jeden Fall vor dem 34. Spieltag in Dortmund schaffen, weil, gut, für Dortmund wird es wahrscheinlich um nichts mehr gehen, aber 34. Spieltag, wir liegen Hertha ja nicht so. Und Dortmund ist jetzt auch keine Mannschaft, die gerne mal Hertha da noch Punkte gibt, wenn sie noch um die Klasse kämpfen. Zumindest schätze ich sie so nicht ein. So, das
sollte an der Stelle gewesen sein. Mehr möchte ich jetzt zu diesem Spiel auch nicht unbedingt sagen. Ich will jetzt eher noch eine Runde abheulen. Passi, nochmal Glückwunsch zum Sieg. Ich hoffe wirklich, ihr schafft jetzt die Champions League. Ich meine, vom Kader von Leverkusen hängt ja auch viel davon ab, ob sie die Champions League schaffen oder nicht. Sowas wie Diaby, Schick und was weiß ich nicht alles. Und wir persönlich hören uns morgen wieder zum Talentschmiede mit einem neuen Spieler. Und ansonsten dann spätestens nächste Woche Samstag nach dem Derby. Und dann gucken wir mal, wie meine Laune dann ist. Weil wenn wir dann verlieren, ich glaube, dann ist meine Laune nicht so wie heute, weil über eine Derby-Niederlage kann ich tatsächlich eigentlich nicht lachen. Auch wenn, ja, wir müssen uns nichts vormachen, Union ist da Favorit. Aber wer weiß, dieses Spiel kann die ganze Saison vielleicht am Ende nochmal retten, weil du eben nochmal den Aufschwung kriegst für das große Saisonfinale. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir hören uns. Bis die Tage, Harvey und tschüss. There is no there, it is cold there, but I am